Und welche Klasse seid ihr? Achte. In der achten. Dann habt ihr dann noch ein bisschen Zeit, nicht? Ja. Was habt ihr vor? Habt ihr schon mal so eine Idee, was ihr nach der achten machen wollt? Logisch, die neunte erstmal, nicht? Ja. Ja? Und dann macht ihr einen Abschluss. Die zehnte dann. Ja. Hauptschule oder erweiterte? Erweiterten Hauptschulabschluss. Ja. Und habt ihr heute schon eine Idee, was ihr später mal als Ausbildungsberuf, habt ihr so ein Fable oder? Ja, entweder. Als Junge hat man ja meistens so einen Traum, nicht, was man mal werden möchte. Ja. Ja, hast du ihn noch? Nein. Nicht mehr? Nein. Ist er geplatzt, der Traum, oder? Nee, auch nicht. Auch nicht? Nein. Gar keinen gehabt? Also als ganz kleiner Junge wollte ich immer Feuerwehrmann werden. Ja, will doch fast jeder. Oder Polizist, richtig, ja, Polizist. Genau, Polizist. Oder Kapitän vielleicht auch, nicht? Kaum bei der Polizei. So, und diese Träume schwinden dann ja irgendwann, nicht? Ja. Wann schwinden die? Wenn man in der Schule dann den ersten Fünfer bringt, nicht? Ja. Ist so, nicht? Ja. Und dann überlegt man sich, Pilot, Polizist, Feuerwehrmann kann es gar nicht mehr werden, nicht? Was macht man dann? Dann informiert man sich, was kann man dann noch werden? Ja. Oder was ist besser, was macht man dann eigentlich? Man guckt, dass man die schlechte Note wieder wegbekommt, nicht? Ist das richtig? Ja. Ja? Und wenn man dann die Fünfer wieder raus hat, dann hat man wieder ein Zeugnis, was man so halbwegs vorzeigen kann, nicht? Ja. Ich weiß schon, was ich so machen würde. Du weißt, jetzt ist der Traum doch da. Ja, entweder Mercedes-Benz. Ja. Oder als Gärtner oder als Geschriftsteller. Ja. Sind jetzt drei unterschiedliche Sachen. Ja, genau. Aber ist gut, du bist in der 8. Klasse, du kannst dich ja noch orientieren. Und dafür ist so eine Messe wie heute eigentlich ideal, um mal zu schauen, hier sind ja unterschiedlichste Aussteller, die mal darstellen, wie sieht eine Ausbildung aus, was kann passieren in der Ausbildung. Und ich kann dir Informationen geben für die Berufe im technischen Bereich bei Mercedes-Benz. Für den Landschaftsgärtner könnte ich dir auch gerne was sagen, aber die haben wir jetzt so direkt bei uns, bilden wir sie nicht aus. Ist auch ein ganz toller kreativer Beruf. Es gibt bestimmt hier jemand, der auch darüber was sagen kann, aber bei uns, wie gesagt, technische. Wir bilden 6 technische Berufe aus. Die Gewoba, ja, richtig, die haben Landschaftsgärtner, nicht? Ja. Haben fast 500 Auszubildende hier im Werk und haben für nächstes Jahr ca. 100 Ausbildungsplätze wieder im Angebot. Auf 6 technischen Berufe verteilt. 3 elektronische Berufe, den Fertigungsmechaniker, einen Newcomer, einen Beruf, in dem wir ganz viele Schüler suchen und wo wir auch Praktikas anbieten. Okay. Ja? Hättest Interesse, ein Praktikum mal zu machen? Geht aus diesem Zettel hervor. Hier unten ist eine Bewerberanschrift. Mhm. Da oben steht, was du uns mitbringst. Wir brauchen von dir einfach ein Anschreiben, aus dem hervorgehen müsste, dass du ein Praktikum machen möchtest. Wir müssen wissen, wann das Praktikum sein soll. Das sagt dir ja deine Schule, deine Lehrerin auch. Dann brauchen wir die letzten beiden Schulzeugnisse. Wir brauchen einen Lebenslauf und wir brauchen ein Foto von dir. Okay. Ja, das schickst du her und dann kriegst du von uns eine Antwort. Okay. Und möglichst rechtzeitig, ein halbes Jahr vorher. Ja? Ja. Okay. Und wenn man zum Beispiel Kunst gemacht hat und Werken eben nicht, kann man trotzdem ins Star-Team kommen? Also. Ja, Star-Team ist ja nochmal eine andere Sache. Das ist ja ein Projekt, was wir bei uns machen, losgelöst von einem Praktikum. Da sind Schüler einer bestimmten Schule, eurer Schule nämlich, die sind bei uns einmal in der Woche. Das geht über einen bestimmten Zeitraum, über ein halbes Jahr. Macht die Star-Team ja eine Firma in unserer Firma. Und das Auswahlverfahren, da sind natürlich eure Lehrer und unsere Ausbildungsmeisterin Frau Oettingen dran beteiligt. Ja, weil Star-Team geht so um Werken und sowas, etwas zu bauen. Und da haben doch die Kunstkinder gar keine Chance. Würde ich nicht sagen. Hast du dich denn schon beworben? Also es kommt erst später, meinte unsere Lehrer. Bewirb dich einfach mal und siehst du, welche Chance du hast. Ja? Okay. Also handwerkliches Geschick wird schon so ein bisschen vorausgesetzt, aber es ist möglich auch, wenn man in Kunst gut ist, dann hat man meistens auch Handgeschick. Das ist ja nicht so, dass man dann nur künstlerisch begabt ist und nicht werken kann. Ja? Wir brauchen auch kluge Köpfe bzw. Leute, die erstmal Ideen haben. Vielleicht bist du da der Richtige. Ja? Okay. Oh. Ich hätte da eine Frage. Ja. Unterricht. Hm? Ja. Und ja, welches Praktikum kann ich da machen? Praktikum? Wir bieten bei uns eigentlich nur einen Praktikumstyp an, das ist das Praktikum im technischen Bereich.
Und das ist jetzt unabhängig von Kunst oder Werken oder was auch immer ihr für Fächer in der Schule habt. Ihr müsst uns einfach eure Bewerbung schicken, möglichst ein halbes Jahr vor eurem Praktikumstermin. Und dann schauen wir uns eure Zeugnisse an. Und wenn ihr in unser Profil hineinpasst, dann kriegt ihr bei uns einen Ausbildungs- bzw. einen Praktikaplatz. Ja, aber das siebte Zeugnisjahr war bei mir nur gut. Da hatte ich nicht mal eine 4, nicht mal eine 5 und nicht 6, aber... Nur 3. 3, 2 und 1. Ja, ist doch schön. Ja, aber jetzt das neue Zeugnis ist jetzt schlecht, wegen wir neue Lehrer bekommen haben. Ist der Lehrer schuld, nicht? Ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist schon mal, macht dich ja schon mal sympathisch, dass du sagst, eigentlich nicht, nicht? Wer ist denn schuld? Ich. Hast nichts getan? Oder nicht mehr so viel? Nicht mehr so viel. Ja. Also, was musst du jetzt machen? Wieder ein bisschen Gas geben. Ja. Jetzt geht es nur um Praktikumsplatz. Nur, sage ich mal. In 1-2 Jahren geht es um Ausbildungsplatz. Bis dahin solltest du deine Noten wieder gefangen haben. Mhm. Dann hast du zumindest eine reelle Chance, auch einen Ausbildungsplatz noch zu bekommen. Trotzdem, was du machen musst, du musst dich bewerben. Es gibt auch Firmen, die gucken über ein Zeugnis mal hinweg und sagen, ich gucke mir den Menschen an, der dahinter steckt. Und das ist trotzdem jemand für mich, der kommt bei mir ins Praktikum. Einfach bewerben. Umschauen. Okay. Vielleicht findest du hier noch irgendwo ein Angebot. So, okay, danke. Ja? Tschüss. Gut. Wie zufrieden sind Sie denn bis jetzt? Ja, also es ist rege Teilnahme. Man muss sicherlich den ein oder anderen Bewerber so ein bisschen rechts und links des Ganges ein bisschen in den Stand hineinziehen. Es sind doch noch Barrieren da. Heute viele Hauptschüler, merke ich. Aber wenn man sie dann hat, kann man sich schon begeistern. Ihr macht eine Ausbildung beim RT. Richtig. Also ich bin im zweiten Lehrjahr bei den Verfahrensmechanikern für Beschichtungstechnik und die beiden sind im ersten Lehrjahr für Fertigungsmechaniker. Was muss man sich darunter vorstellen? Wir bedienen später irgendwann mal die Anlagen für den Lackierprozess. Das heißt, begleiten den Lackierprozess, schlagen eventuelle Verbesserungen oder neue Lackmateriale vor. So im weitesten Sinne. Was müsst ihr alles lernen? Wir lernen die verschiedenen Lackmateriale kennen, wir lernen die verschiedenen Untergrundmöglichkeiten kennen. Halt alles, was auch mit dem Bereich Lackieren noch zu tun hat, um halt bestmöglich dann auf den Prozess abgestimmt zu sein. Das ist aber nicht im direkten Sinne ein handwerklicher Beruf, oder? Ja, wir lernen ja noch mit der Lackierpistole halt umzugehen und wir lernen auch noch mit den Materialien umzugehen. Das heißt, in der Schule zum Beispiel lernen wir auch noch das Schleifen von Untergründen und halt auch das bestmögliche Lackierergebnis zu erzielen. Wie sieht bei euch das Berufsbild aus? Ja, wir lernen den Fertigungsmechaniker, haben jetzt mit dem ersten Lehrjahr begonnen und machen im ersten Lehrjahr erstmal so Grundfertigkeiten wie manuelles Zersparen, Drehen, also als Lehrgang, Fräsen auch oder den Schweißlehrgang. Und ja, ab dem zweiten Lehrjahr geht es dann rüber ins Werk und da werden wir dann erstmal ganz normal montieren. Und dann später kehren wir dann wieder zurück in unsere jetzige Werkstatt und machen dann da die Fachausbildung und da wird es dann ein bisschen genauer, so von den Maßen her und so. Du machst den gleichen Beruf? Ja. Und macht dir Spaß? Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte nicht gedacht, dass zum Beispiel Mädchen da auch so mit eingegliedert werden und so. Also es ist auf jeden Fall toll. Das, was wir lernen, das macht auf jeden Fall Spaß. Was ist es, was dich als Mädchen daran reizt? Das Handwerkliche oder der Beruf als solches? Da könnte ich auch noch sagen, oder sind es die vielen Männer? Nein. Ja, es ist handwerklich einfach. Also mir macht das persönlich sehr viel Spaß. Wie lange bist du dabei? Auch im ersten Jahr? Im ersten Lehrjahr erst, seit 1. September. Was soll es denn hinterher mal werden? Meister. Den wollen wir schaffen. Eventuell Wirtschaftsingenieurin.
Ja, eigentlich einfach nur mal gucken, ob ich im Betrieb weiterbleibe. Meisterin wäre vielleicht eine Option oder halt noch irgendwie das Abi nachmachen und studieren.